So, da sind wir wieder. Falten ist noch nicht fertig. Ja, schauen wir mal, wie lange das dauert, ob wir das jetzt in der Viertelstunde ungefähr vielleicht schaffen. Oder ob wir vielleicht auch länger brauchen. Aber ich denke mal, wir schalten mal Licht hinten ein, dass wir was sehen. Das finde ich jetzt immer besser als wie hier. Also ich bin noch keine Eule, obwohl ich ja Gläser auf habe, muss man dazu auch noch sagen. Aber trotzdem würde ich mal sagen, dass, oh, dass man hier das Feld so hin. Für uns ein Dieter, oder ja, Dieter, das war dieser gute Mann, ja, das hier einsehen, dass er hier sein, ja, ich vermute mal, er ist Moonshiner oder sowas, vermute ich mal. Ja, dann denke ich mal, dass wir hier das machen, oder er ist einfach nur hier einfach ein normaler, da was hier sein Getreide dann hier an die Mühle verkauft und jetzt natürlich jetzt er hat gesagt, er hat keine Zeit, aber ja, aber ich denke mal, machen wir es. Preis passt. Es ist gerade so viel, dass ich gerade so viel verdiene, aber die Drille ist ja noch nicht mal drin, aber passt schon, würde ich mal sagen. Oh, das war aber haarscharf. Ja. Bin mal gespannt, wann hier mal die Birken weggemacht werden. Aber ich schreien nachher alle, Klimawandel in LS. Ja, in LS haben wir ja schon hier die E-Fahrzeuge Zug hier und das, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum da die Preise überall jetzt auch rausschießen. Der Strom teuer jetzt geworden. Ja, Wahnsinn. Von 8 Cent die kW auf über 30 Cent. Voll Banane sind die. Haben sie Angst, wenn jemand ein E-Auto hat und er ladet es zu Hause, dass sie zu wenig Geld verdienen? Jedenfalls die Drille ist echt ein cooles Teil. Gefällt mir soweit das ganz gut. Gut, dass ich so einen kleinen Drecker habe, das schafft er natürlich ganz gut. Also ja, habe ich hier auf den die falschen Reifen eigentlich drauf. Muss ich dann nachher nochmal, also bei einem Händler einen Termin machen, dass ich mir einen anderen Reifen drauf tue. Weil der wäre normalerweise hier zum Spritzen oder solche Sachen gedacht gewesen. Aber dadurch, dass bei einem anderen, ja, stimmt irgendwas mit der Elektraulik nicht. Dann komme ich mit der Elektraulik hinten nicht weit genug runter. Dann habe ich Probleme hier mit Einsehen und mit Gruppern. Und dann beim Gruppern habe ich gemerkt, da habe ich irgendwie so Löcher drin, wie man, ob da ein Frosch gehüpft wäre hier. Aber was willst du machen? Kannst ja viel machen damit, würde ich mal sagen. Wieder unnötig Ausgaben eigentlich. Aber ich möchte hier mit, um ehrlich sein, ja, nicht unbedingt den Boden, was schon vorgelockert ist, extrem nachher verdichten. Das will ich ja auch nicht machen. Auch schlecht für meinen Ruf. Ja, muss man sagen, auch der Lohnunternehmen ist eine coole Sache natürlich.
sind wir ja doch alle ein bisschen ballerbar, oder? So. Wir haben schon relativ viel geschafft, also in der kurzen Zeit, muss man wirklich sagen. Lauter Birken. Gesicht, glaube ich, aus ohne Probleme. Ist nice. Auslassen, kommt mir vor, optisch. Kann aber täuschen. Mir sieht es aber so wirklich aus. Naja. Da sehen wir es. Da muss ich nochmal drüber. Hoffentlich passiert da nichts. Dass ich also Saatgut ausfahre, mal die Reifen auswühle. Dass dann noch was aufgeht in der Richtung. Ja, aber hier diesen ja, Pfusch gemacht, sag ich mal. Fahren wir nochmal durch, dass wir alles korrekt haben. Schließlich ein Ruf für ein Lohnunternehmen ist schließlich das Bestehen. Ich bin ja in Altenstein jetzt momentan der Einzige, was sowas anbietet, muss man auch dazu sagen. Und dann muss man auch schauen, dass man hier nicht die Konkurrenz also anlockt, wo sie sagen, ja hier, Lohnunternehmen Ballermann, der Franz, macht seine Arbeit nicht korrekt. Ja, da muss man, denk mal, darauf achten, dass man nicht irgendwie eine Saat aussieht, was nachher das Überleben natürlich verschlechtert. Das war aber knapp. Müssen wir hier noch vorbeikommen?
Da kann man dann schick Feierabend machen natürlich. Weil wir haben jetzt 10 vor 8. Das müssen wir auch noch berücksichtigen. Jetzt haben wir hier schon das abgeschlossen, aber wir machen hier das Feld fertig. Dass wir hier müssen wir mal schauen, vielleicht das Feld auch mal walzen, einen Auftrag kriegen oder so. Müssen wir mal gucken. Glaube ich, die Drille draußen ab. Da, wo ich also den Grupper hingestellt habe. Und so, das Arbeitsscheinwerfer kann man hinten ausschalten. Wir fahren jetzt hier schick zum Hof. Muss man aufpassen, dass sie so schnell sind, sonst haut sie noch vielleicht die Dritten raus, trotz Kompetent. Stellen wir jetzt hier dann neben. So. Das war's dann hier für diese Folge, würde ich mal sagen. Ich denke, wir sehen uns natürlich bei der nächsten Folge wieder, wenn ihr natürlich wollt und dabei sein möchtet. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.